Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, Alter, ihr seht schon, heute gibt es auf jeden Fall ein richtig krasses Format. Sowas habe ich tatsächlich noch niemals gemacht, denn wir werden heute den Lieblingsbrawler von jedem YouTuber eben ziehen. Also von allen möglichen Brawl Stars YouTubern oder auch anderen YouTubern immer den Lieblingsbrawler in einem einzigen Opening. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr krass, Leute. Lasst jetzt schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo und schreibt mal euren Lieblingsbrawler in die Kommentare. Und jetzt gehen wir erstmal alle YouTuber durch und ich zeige euch eben den Lieblingsbrawler von jedem YouTuber. Also Leute, wir fangen an mit meinem Lieblingsbrawler. Mein Lieblingsbrawler ist natürlich der Nita, sollte auf jeden Fall jeder wissen. Der ist natürlich auch dabei. Und der Nita ist gleichzeitig auch der Lieblingsbrawler von hier zwei anderen YouTubern. Genau, nämlich einmal von LaserLuca. Ehre, das ist mein Lieblingsbrawler. Ehrlich? Ja. Oh, ich feiere Nita auch am meisten. Nita feiere ich richtig. Oha. Also Leute, ihr habt es gehört, er feiert auch der Nita am meisten. Und jetzt kommen wir zum nächsten YouTuber und zwar Paluten. Also Leute, bei Paluten war es schwierig rauszuhören, was jetzt sein Lieblingsbrawler ist, aber er hat Poco noch nie gespielt. Er hat Shelly und der Nita gespielt und schaut jetzt mal, was er sagt. Den kann ich upgraden. Aber sie fand ich eigentlich gar nicht so krass. Genau, also er fand auf jeden Fall Shelly nicht so krass, also hat er der Nita mehr gemocht. Da er quasi in dem Video nur zwei Brawler gespielt hat, wird wahrscheinlich der Nita sozusagen sein Lieblingsbrawler sein. Aber genau, wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen, was ja auch ganz interessant ist für viele. Und wir kommen zu dem nächsten. Als nächstes haben wir Clash Games oder auch Kevin. Sein Lieblingsbrawler ist natürlich auch Kevin, das heißt Poco. Ihr wisst ja, man sagt zu Poco immer Kevin und ihr seht auch hier Kevin mit dem Sombrero und der Ukulele eingeblendet, passend zu Poco. Das sollte auch jeder wissen, dass das sein Lieblingsbrawler ist. Als nächstes haben wir tatsächlich Dr. Banks. Und auch bei Dr. Banks sind tatsächlich, die höchsten Brawler einmal Poco und Belle. Und er hat in einem Video, glaube ich, mal gesagt, dass er Poco am liebsten mag. Als nächstes haben wir dann noch natürlich Pookie. Leute, Pookies Lieblingsbrawler ist natürlich der Boxer. Er hat ja auch den Boxer-Merch. Und das mit Abstand natürlich sein Lieblingsbrawler. Als nächstes haben wir Jonas und das wird auf jeden Fall schwer. Danke Jonas dafür. Ich muss einfach Leon ziehen, weil Leon ist der Lieblingsbrawler von Jo Jonas. Ihr hört es hier nochmal. Wir möchten heute Leon, mein Lieblingsbrawler, endlich auf die 1000 Trophäen pushen. Und genau, also auf jeden Fall ist Leon sein Lieblingsbrawler. Als nächstes kommen wir auf jeden Fall zum Interview mit Hyra. Also es geht hier um Hyra. Mo hat ihn nämlich gefragt, was ist sein Lieblingsbrawler? Und schaut mal, was er gesagt hat. Next question. Who is your favorite brawler to push? To push, it's Bibi, but... Genau, er sagt auf jeden Fall, zum Pushen ist es Bibi, aber sonst ist es Shelly. Das Problem ist, Shelly kann ich nicht ziehen und da er gesagt hat, Bibi, Leute, nehmen wir für Hyra auf jeden Fall Bibi und ich würde sagen, weiter geht's. Als nächstes haben wir auf jeden Fall meinen kleinen Bruder Finn, Leute. Er ist ja auch mit dem Video dabei und er sagt folgendes. Was ist sein Lieblingsbrawler? Wir machen nicht der Nita, sondern mein Lieblingsbrawler Edgar. Hier haben... Genau, also Edgar ist auf jeden Fall sein Lieblingsbrawler. Und genau, ich würde sagen, wir kommen noch zu einem weiteren YouTuber, den wir hier mit reinnehmen. Und zwar nehmen wir hier nochmal RZF64 rein, Leute. Man denkt schon an seinem ganzen Kanal, weiß man schon direkt, was sein Lieblingsbrawler ist. Nur Mords ist überall. Dementsprechend nehmen wir ihn auch nochmal mit rein. Wollte ich hier auch nochmal mit rein, damit wir auch einen mythischen mit dabei haben. Und genau, das sind die ganzen Lieblingsbrawler, sind hier unten aufgelistet. Und ich würde sagen, let's go mit dem Opening. Okay, Leute, wir gehen auf jeden Fall auf diesem Lern-Account erstmal in den Shop. Und laden Juwelen auf. Natürlich mit Creator Code Lukas gerne eingeben, Leute. Würde mich mega freuen. Ist kostenloser Support. Wir laden jetzt erstmal, würde ich sagen, 6000 Gems auf. Okay, Leute. Und damit haben wir die 6000 Gems auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Also einige Lieblingsbrawler sollten hier auf jeden Fall relativ easy sein. Einmal die Boxerin. Die war zwar von niemandem der Lieblingsbrawler tatsächlich. Aber der Boxer und Poco sollten auf jeden Fall easy sein. Die sollten wir gleich direkt haben. Und let's go. Poco haben wir auf jeden Fall schon mal. Grüße an Kevin und an Banks, ne? Das haben wir dann quasi schon mal abgeschlossen. Der Nita müssen wir auch nochmal gleich abschließen. Da müssen wir quasi eine Runde für spielen. Aber wir haben erstmal hier Daryl. Okay, würde ich sagen, ist auch chillig. Und wir haben nochmal als nächstes den Boxer. Grüße an Porky und natürlich auch an Marvin, ne? Haben wir auf jeden Fall den Boxer gezogen, der Lieblingsbrawler von den beiden. Und jetzt würde ich sagen, ihr seht es, wir müssen noch ein Game für der Nita spielen. Das mache ich jetzt mal schnell. Let's go. Okay, Leute, let's go. Und damit haben wir auf jeden Fall die Runde gewonnen. Und schalten meinen Palutens wahrscheinlich und LaserLucas Lieblingsbrawler frei. Nämlich der Nita. Erstmal hier die Brawlbox öffnen und let's go. Da haben wir auf jeden Fall der Nita. Sehr geil. Ich liebe einfach der Nita. Der beste Brawler für mich im Spiel auf jeden Fall. Sehr geil. Und da haben wir auch nochmal eine Brawlbox. Nehmen wir mit. Und jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Wir haben schon ein paar abgeschlossen. Aber wir brauchen noch Leon, Bibi, Edgar und Mortis. Und das wird, glaube ich, richtig schwer, Leute. Ich bin mal gespannt, wie das klappen wird.
Vor allem Leon ist halt eine richtige Challenge. Wir haben Karl. Karl ist übrigens der Lieblingsbrawler von Fake Jan. Falls das die ein oder andere wissen. Also Grüße an Jan, deinen Brawler haben wir auch gezogen. Genau, und wir machen direkt mal weiter. Und hoffen, dass wir einfach lucky sind, Digga. Penny als nächstes, okay. Das Ding ist halt, es ist halt echt lucky, dass man so direkt, vor allem halt genau Bibi und zum Beispiel Edgar auch zieht, Mortz und Leon. Das ist echt gar nicht so einfach. Ich hoffe, wir brauchen nicht übertrieben viele Gems, Leute. Das wäre echt mega RIP. Aber wir werden auf jeden Fall sehen. Sechs verbleibende. Und wir haben nochmal Rico. Okay. Ja, kann man mal machen. Sechs verbleibende. Und Barley nochmal. Schade. Barley ist von niemandem irgendwie der Lieblingsbrawler. Genau. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob ich mal einen Teil 2 davon machen soll mit noch mehr YouTubern. Und ja, wir haben auf jeden Fall als nächstes Nani nochmal gezogen. Ja, ist leider nicht der epische, den ich hier sehen wollte, ne? Leute, ich muss echt darauf try haben, dass ich richtig Glück habe. Vor allem, ja, bei den epischen gibt es halt so viele mittlerweile. Und Digga, Jackie ist halt auch von niemandem gefühlt der Lieblingsbrawler. Wer feiert Jackie am meisten? Ich weiß es nicht. Gibt bestimmt einige, aber nicht so viele. Ich finde Jackie persönlich nicht so ultra spannend zu spielen. Aber genau, ich weiß nicht, Leute. Ihr habt ja wahrscheinlich euren Lieblingsbrawler in die Kommentare geschrieben. Ich bin gespannt, was da so am meisten drin steht. Verschone mich bitte. 7 verbleibende. Oh, einmal Fang, Digga. Lul. Und nochmal Ash. Alter, Fang und Ash in einer Box. Sehr, sehr krass, Leute. Bringt uns aber irgendwie nichts, leider. Aber trotzdem sehr krasse Box. Genau, Fang und Ash. Also Fang ist schon so ein sehr geiler Brawler. Ash feiere ich persönlich irgendwie nicht so. Ist einfach so Geschmackssache, würde ich sagen. Aber Fang macht doch viel mehr Bock als Ash, finde ich zum Beispiel. Und genau, weiter geht's, Leute. Oha, gleich sind schon die Gems alle. Digga, what? Aua, das tut geisteskrank weh, Digga. Ich check nicht, warum wir so wenige Brawler gerade ziehen. Also wir ziehen echt sau wenige Brawler gerade. Mega weird. Wir haben jetzt nur einen epischen Brawler bisher gezogen und wir haben schon 4000 Gems ausgegeben. Aber wir haben wieder 2 Brawler. Oh, lol. Einmal Sprout. Was? Null. Okay, ich nehme alles zurück, Digga. Jetzt hatten wir schon sehr krank lag. Digga, what? Crow, Alter. Hyrule hat mal gemeint, es ist sein Lieblingslegendärer, aber es ist nicht sein Lieblingsbrawler insgesamt. Aber sehr krank, Digga. LOL. Digga, was war das für eine Box, Digga, mit Sprout und Crow? Alter. Sehr, sehr krank. Okay, jetzt hatten wir schon mega Luck mit den Gems. Also dadurch hatten wir jetzt schon mega Luck mit den Gems. Das muss man ehrlich sagen, Leute. Oh, Leute, wir haben wieder 2 Brawler in einer Box. Einmal Griff, Digga. Wir ziehen die ganze Zeit 2 Brawler in einer Box. Und nochmal Eve, Digga. Ey, das war schon die 3. Box, einfach, wo wir 2 Brawler drin hatten. Was ist jetzt los? Ja, macht auf jeden Fall gar keinen Sinn, Leute, aber wir müssen tatsächlich weiterhin Gems aufladen. Aua, wir laden nochmal 4000 auf. So, Leute, plus 2000 Gems, wir haben wieder 4000 aufgeladen. Digga, wir übertreiben wieder komplett unsere Lage. Das ist wieder abnormal einfach, was wir hier reinjammen. Aber egal, Leute, es ist auf jeden Fall für die Lieblingsbrawler. Für die Lieblingsbrawler ist für eine gute Sache. Nee, Spaß natürlich beiseite. Weiter geht's auf jeden Fall, Digga. Wieder 5 verbleiben die ganze Zeit. Jetzt gib mir doch mal zumindest ein paar epische, dass wir schon mal Finn, ne, also Edgar sozusagen, und Hyrule mit Bibi abgehakt haben. Das wäre schon mal entspannend, wenn das möglich wäre. Wir haben noch gar keinen mythischen hier aufgezogen. Ah doch, Sprout haben wir gezogen. Oh, was laber ich? Wir haben Sprout gezogen. Digga, das waren schon wieder 1000 Gems ohne Inhalt. Ohne einen einzigen Brawler. Und Digga, das sind ja über 50 Euro schon wieder gewesen, ne? Aua, Alter, ich check das wirklich nicht manchmal. Und jetzt kommen diese doofen Powerpunkte-Boxen. Mega weird. Hä? Ey, wenn jetzt nochmal 2 Brawler in einer Box kommen, verstehe ich gar nichts mehr. Okay. Oh, Mann, Colonel Ross, Digga. Wer mag den denn? Nee, Spaß. Sir Muffles ist natürlich auch ein nicer Brawler, ne? Keine Frage. So, weiter geht's auf jeden Fall, Leute. Aber den brauchen wir halt hier heute nicht. Und Squeak. Oh, Squeak ist an sich auch ganz lustig, aber brauchen wir auch nicht, Leute. Schade. Digga, wenn das Mortis gewesen wäre, hätte ich mich, glaube ich, zum ersten Mal über Mortis gefreut. In meinem ganzen Leben wirklich. Ich hasse nämlich sonst komplett Mortis. Digga. Also wenn das jetzt wieder nicht mit den Gems reicht, für nicht mal die epischen, dann, Digga, wo soll das hier heute noch hinführen? Wo soll das hier heute noch hinführen? Hä, Digga, ich check das nicht. Wir ziehen nichts. Hä? Nur noch 5 Megaboxen, Junge, nur noch 5 Megaboxen. Wir haben nur einen epischen oder so gezogen. Ich check das wirklich nicht, Leute.
Wo bleiben die Brawler bitte? Einfach Gemslayer. Hä? Digga, wir haben 2 epische gezogen. Wo bleiben die ganzen epischen Brawler, die ich brauche? Okay, Leute, wir müssen wieder 4000 Gems aufladen. So, Leute, da sind wieder mal die 4000 Gems. Ja. Also ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, wenn ich mir das hier angucke. Digga, wie viel Pech kann man mit den epischen Brawlern bitte haben? Und guckt euch diese Powerpunkte-Box an, wie nervig. Ey, also ich will wirklich nichts sagen, aber ich will, dass diese Powerpunkte-Boxen aus dem Spiel entfernt werden. Das nervt anders bei Openings. Aber gut, ich glaube, für die meisten Spieler wird das jetzt nicht so schlimm sein. Wie für mich, glaube ich. Weil ich mache auch viel mehr Openings als die meisten. Und let's go! Grüße an dich, Finn. Wir haben es geschafft. Edgar, let's go. Okay, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir wirklich Glück gehabt jetzt. Das bedeutet, wir brauchen jetzt nur noch Bibi, Leon und Mortis, glaube ich. Wenn ich jetzt richtig liege. Alter, Grüße an dich, Finn. Ey, zum Glück haben wir das schon mal geschafft. Wenn wir jetzt noch Bibi ziehen, geisteskrank lucky dann. Also, wir müssen es aber wirklich direkt schaffen, weil sonst, Digga, ich raste aus, Mann. Wir brauchen noch so viele epische Brawler. Und wir ziehen halt einfach kaum Brawler, Leute. Ihr seht das, ne? Wie selten man hier einen Brawler zieht, obwohl es so viele gibt. Also, das checke ich manchmal wirklich nicht bei so Openings. Wie kann es sein, dass man mit 14.000 Gems nur 3 epische Brawler zieht? Also, ich verstehe das wirklich nicht. 5 verbleibende. Oh mein Gott, es tut einfach nur noch weh. Ich weiß nicht, warum ich diese Videos aufnehme, Leute. Also hoffentlich feiert ihr das, ne? Lasst wirklich ein Like da und ein kostenloses Abo. Weil das tut anders krank weh. Bei solchen Videos immer. Und Frank! Oh, ich glaube, Frank ist der Lieblingsbrawler von Frank, von dem Supercell-Chef. Hier seht ihr ihn nochmal eingeblendet. Der gute alte Frank. Aber ansonsten, ja, von keinem weiteren YouTuber. Und wir haben schon wieder 2 Brawler in einer Megabox. Ich check's nicht. Sau oft heute. Okay, Lola und Mr. P. Ja, schade, bringt uns jetzt nichts. Aber trotzdem natürlich eine nice Box an sich. Aber was bringt es uns, ne? Ist halt wieder die Frage. An sich nämlich gar nichts. Oh mein Gott. Okay, Leute, 5 verbleibende. Junge, wir brauchen unsere Brawler. Digga, ich hätte, glaube ich, am Anfang direkt 50.000 Gems gefühlt aufladen können. Das ist ja wieder mal so lost, Alter. WTF. Oh mein Gott, 5 verbleibende. What the hell, Mann? WTF, Digga. Okay, Leute, die Gems sind mal wieder leer. Also ich muss wirklich sagen, okay, noch eine Megabox haben wir hier. Digga, what the hell, Mann? Wir haben mit diesen ganzen extra Gems so wenig Brawler gezogen. Also wir brauchen halt wirklich einfach noch Bibi. Aber guck mal, wie viele Epische es noch gibt. Mortis haben wir immer noch nicht gezogen. Und Leon natürlich. Leon ist ja auch sehr schwer. Machen nochmal 4000 Gems. Okay, Leute, die Gems sind mal wieder da. Aua, sage ich da nur. Digga, ich will gar nicht auf diesem Level reinpayen hier. Aber ja, was sollen wir machen, ne? Für die Challenge müssen wir das ja mal machen, scheinbar. Ich will jetzt einfach nur Bibi und Mortis ziehen. Digga, wenn ich die beiden in einer Box ziehe, dann einfach größtes Luck ever gefühlt. Also das wäre wirklich sehr heftig. Nein, Grom! Grom ist Poop! Leute, niemand braucht Grom. Oh Mann, okay. Grüße auf jeden Fall auch an Hyra, ne? Er hat das auf jeden Fall so gesagt. Ich glaube, Grom ist not heftig. Haben wir auf jeden Fall gelernt aus dem Opening Battle. Weiter geht's. Digga, das waren mal wieder... Guck mal, das waren jetzt schon wieder 1000 Gems, Leute. 1000 Gems einfach für Grom, Digga. 1200 Gems für Grom. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Aber bitte, wirklich, bitte gib mir jetzt einfach mal Bibi. Und Mortis und Leon. Oh mein Gott, worauf habe ich mich hier wieder eingelassen? Digga, ich kriege einfach keine Brawler, Mann. Leute, wir haben jetzt einfach mal... Digga, über 2400 Gems nur für Grom ausgegeben. Digga, ich krieg gleich einen Anfall. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Ich krieg gleich einen Anfall. Also, das kann doch nicht sein, dass man nicht mal alle epischen Brawler mit 18.000 Gems zieht. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. 18.000 Gems haben wir jetzt auf jeden Fall nämlich schon ausgegeben, wenn wir die Gems ausgegeben haben. Also, ich weiß nicht, wo... Ich finde das geisteskrank heftig gerade, dass man damit nicht mal Bibi zieht oder so. Das kann doch echt nicht sein, oder? Also entweder ist das hier verbuggt, dieser Account, oder ich bin lost. Oh! Oh, warum gibst du mir nicht Bibi, sondern Bi? Junge,
WTF? Ich glaub's gerade nicht, Leute. Ich glaub es gerade einfach nicht. Oh! Oh, der Rentner! Ist immerhin der Lieblingsbrawler von dem Rentner, von Trubelix. Grüß an dich. Aber ansonsten bringt's uns auch nichts. 5 Verbleibende. Und die Gems sind gleich leer, Leute. Die Gems sind gleich absolut leer. Ja. Das war's komplett, Digga. 4000 Gems. So, Leute, da sind die Gems mal wieder am Start. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll mittlerweile. Wir sind jetzt bei 22.000 Gems schon, übrigens. An alle, die es noch nicht ganz mitbekommen haben. Wir sind wirklich bei 22.000 Gems, die wir jetzt schon ausgegeben haben. Bruder, also an der Stelle muss ich mich wirklich aber mal fragen, wann kommen die epischen Brawler? Also, ich check das nicht, Mann. Schaut euch das mal an. Also, wir haben jetzt wirklich wieder fast 1000 Gems ausgegeben, ohne überhaupt einen Brawler wieder zu bekommen. Junge, also wir sind entweder mega unlucky, was das angeht. Also, ich glaube, in dem Opening Battle mit Tyra zum Beispiel, Leute, ne? Falls euch noch erinnert, da hat er ja, glaube ich, mit 20.000 Gems und alle außer ein paar Legendäre ja gezogen. Alle Brawler. Und ich, finde das gerade mega weird. Also, okay, komm. Ah, warum nicht Bibi? Ira, Bro, give me Bibi. Ach, Digga, die Modi, Leute, die bringt uns leider auch nichts hier. Wir machen direkt mal weiter. Ich glaube, Supercell weiß einfach, dass ich hier das Geld reinstecke. Deswegen habe ich einfach gerade Pech. Gut, ich hatte am Anfang den Legendären, das war schon Ehre. Und Lou, Digga, die Eismaschine. Der erste, der achte chromatische auch. Der bringt uns aber auch nichts, weil er nicht der Lieblingsbrawler ist von irgendjemandem. So, Leute, wir hoffen jetzt einfach mal auf das Luck und auf die nächsten verbleibenden Gegenstände. Oh, wir haben wieder zwei Brawler. Oh, einmal Bass, Digga, gönn. Und Max. Okay, Max, der Lieblingsbrawler von Max, also von Kevins kleinen Bruder. Seht ihr auch nochmal eingeblendet, haben wir immerhin das nochmal auch geschafft. Wollten wir zwar gar nicht an sich in dem Video, aber... Oh Mann, Junge. Digga, also wir haben echt heute sehr oft zwei Brawler in einer Box. Aber Leute, ihr seht schon, wie viel Pech wir gerade haben. Also das ist nicht mehr normal. Wir müssen gleich, glaube ich, wieder 4000 Gems aufladen, so wie es aussieht. Ey, es eskaliert komplett, Digga. Es eskaliert einfach komplett, Mann. Wenn das so weitergeht, ist der Account maxed out. Oh. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Junge, die Gems sind gleich leer. Digga, die Gems sind gleich leer, Mann. Oh mein Gott, Digga. Noch dreimal Megabox. Ey, wir haben noch nicht Mortis, Bibi und Leon gezogen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, Leute, wir machen direkt weiter. Ich habe mal wieder 4000 Gems aufgeladen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Was? Nein! Oh, warum nicht Leon? Und das ist aber der nächste Legendäre. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich freue mich natürlich über Amber. Digga, aber ich hätte gerne Leon gehabt. Aber ich freue mich trotzdem. Ist natürlich nice, ne? Aber, Digga, warum nicht Bibi und Mortis? Ich check das nicht. Ja. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll, Leute. Wenn ich jetzt noch einmal 4000 Gems auflade, bin ich bei 30.000 Juwelen schon. Und, Digga, da ist einfach Bonnie. Und ich brauche Bonnie aber nicht. Ich brauche Bibi. Ali, 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 Ali. Genau, Leute. Ich brauche auf jeden Fall nicht Bonnie, sondern, sondern den guten alten Mr. Bibi. Oh! Es ist Piper! Es ist der letzte epische Bibi, Digga. Ey, das kannst du mir nicht antun. Wirklich, das kannst du mir nicht antun. Ey, es kann nicht sein, Leute, dass ich 9 epische ziehe und danach kommt erst Bibi. Also wirklich. Warum habe ich Hyra mit in dieses Video reingenommen? Ja! Ja! Let's go, Digga. RZM64, Leute, da haben wir seinen Lieblingsbrawler gezogen. Mortis ist auch abgehakt. Jetzt gib mir einfach nur noch bitte Bibi erstmal. Leon ist nochmal eine ganz andere Nummer, okay? Leon ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber gib mir bitte jetzt einfach Bibi, Alter. Oh mein Gott, Matt Byron. Ich will Bibi. Oh! Ja! Ja, Bibi, Digga, ich glaub's nicht.
Digga, wir haben es auch geschafft. Jetzt fehlt nur noch Jonas mit Leon. Jonas, warum ist Leon dein Lieblingsbrawler? Bitte, warum tust du mir das an, Alter? Leon ist halt legendär, ne? Jonas tut dir jetzt anders reindingsen damit. Das ist wirklich, ja, ganz, ganz krank. Na gut, was soll man dazu sagen, Leute? Wir haben noch ein paar Gems übrig. Aber das, ja, ist auf jeden Fall schmerzhaft, sage ich jetzt mal so. Danke dafür, Jonas, wirklich. Da werde ich mich nochmal persönlich bei dir bedanken. So, let's go. Okay, Leute, die Gems sind leer. Ich sage euch ehrlich, ich werde jetzt einfach das Duo-Legenden-Angebot holen. Extra für Jonas nochmal 30 Euro rein in die Masse. Ich sag's mal so ehrlich, Leute. Nee, also das hätte jetzt nochmal extra nochmal 60.000 Gems im schlimmsten Fall bedeuten können. Das ist jetzt kein Spaß. Also teilweise kann 70 oder 80.000 Gems dauern, bis man den letzten Legendären dann zieht, wenn es Leon gewesen wäre. Und da ist er nämlich auch für Jonas. Ja, ich hoffe, du bist zufrieden, Jonas. Und dir nochmal Sandy, Digga. Oh mein Gott, ich habe komplett übertrieben mit diesem Video wieder, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt ein Like da. WTF, Mann. 4 Legendäre in diesem Video wieder. Das ist komplett krank. Wir sehen uns, Leute. Und damit ciao, ciao.